Herzlich willkommen im Digibet Studio. Heute beschäftigen wir uns mit Boxen, denn Vitali Klitschko steigt am Samstag wieder mal in den Ring. Er verteidigt seinen Titel nach Version der WBC gegen Herausforderer Thomas Adamek aus Polen. Die Klitschko-Brüder halten ja alle vier großen WM-Titel. Die Gürtel der WBA, WBO und IBF werden vom jüngeren Bruder Wladimir Klitschko gehalten. Und der Gürtel der WBC, der wird verteidigt von Vitali Klitschko. Und da geht es am Samstag im Duell gegen Thomas Adamek um eine weitere Titelverteidigung. Und Vitali Klitschko ist natürlich der große Favorit. Er ist im Juli zwar schon 40 Jahre alt geworden, aber immer noch gut drauf. Und er scheint auch in diesem Kampf unbezwingbar, denn wenn wir uns mal seine Daten angucken, 42 Siege, 39 davon durch K.O. Er hat erst zweimal verloren und das liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Das letzte Duell, das er verloren hatte, das war das 2003 gegen Lennox Lewis. Da lag er zwar nach Punkten vorne, musste dann aber aus dem Kampf genommen werden wegen eines tiefen Cuts am Auge. Und dann gab es noch eine Niederlage im Jahre 2000 gegen Chris Bird. Damals musste Vitali Klitschko wegen einer Schulterverletzung aufgeben. Nun fragen wir uns natürlich, Thomas Adamek, was ist das für einer? Wie gut ist der? Kann der wirklich Vitali Klitschko schlagen? Er ist zumindest, was seine Körpergröße angeht, klar unterlegen. Er ist nur 1,87 Meter groß, damit 15 cm kleiner als Vitali Klitschko. Und er kommt ursprünglich aus dem Halbschwergewicht, also zwei Gewichtsklassen tiefer. Da war er Weltmeister, dann ist er eine Klasse aufgestiegen ins Cruisergewicht, da war er ebenfalls Weltmeister und jetzt versucht er eben an das ganz große Geld ranzukommen und nochmal im Schwergewicht zuzuschlagen. Und dieser Thomas Adamek ist sicherlich nicht schlecht. Vielleicht kennen einige Boxfans ihn von seinen Kämpfen in Deutschland. Da hat er 2005 gegen Thomas Ulrich um die Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht in Düsseldorf damals klar gewonnen. Den Deutschen hat er in der sechsten Runde K.O. geschlagen. Also das ist schon ein sehr guter, sehr schlagstarker Mann, dieser Thomas Adamek. Aber ich glaube, es reicht einfach von der Körpergröße und von der Physis her nicht, um im Schwergewicht mitzuhalten. Obwohl, da hat er mittlerweile schon sechs Kämpfe bestritten. Und alle sechs Kämpfe hat er souverän gewonnen, unter anderem gegen solche Größen wie Chris Areola, Jason Estrada und zuletzt auch gegen Kevin McBride hat er gewonnen. Also das sind schon ganz gute Adressen, aber Vitali Klitschko ist eben doch eine ganz andere Hausnummer und das schlägt sich auch, wie wir sehen, natürlich in den Quoten nieder. Wenn wir mal gucken für einen Sieg von Vitali Klitschko, da gibt es für 1 Euro 1,17 Euro zurück, also ein Sieg egal wie, ob nach Punkten oder K.O.-Sieg. Also wenn Sie da richtig hoch rangehen, da können Sie dann auch immerhin noch was gewinnen. Bei 1.000 Euro sind das immerhin noch 170 Euro, die man dann plus gemacht hätte. Und für einen Sieg von Thomas Adamek werden 4,35 Euro gezahlt. Also das ist eigentlich noch eine ganz gute Quote, die man für Vitali Klitschko da ausgezahlt bekommt. Ein Unentschieden wird mit 34 Euro berechnet. Wenn Sie sagen, der Sieg geht über die volle Distanz von 12 Runden, dann gibt es ein bisschen mehr und auch das gucken wir uns nochmal an. Dann haben Sie bei Vitali Klitschko 3,30 Euro für den Euro und für einen Sieg, für einen Punktsieg von Adamek gäbe es 6 Euro. Und dann können Sie sich natürlich wie immer auch festlegen auf die Runde, in der vielleicht Vitali Klitschko mit K.O. gewinnt. Ich denke mal, er wird das nicht vor der 10. Runde tun. Er denkt natürlich auch immer ein bisschen an die Werbeeinnahmen von RTL. Bei seinem letzten Kampf gegen Odlania Solis, den Kubaner, konnte RTL ja nicht allzu viel einnehmen, denn der Kampf war schon in der ersten Runde zu Ende. Nach dem vorzeitigen Aus für Solis, der Kubaner, hatte sich ja am Knie verletzt und ging in der ersten Runde bereits K.O. Also da wird Vitali Klitschko vielleicht darauf achten, dass der Kampf ein bisschen länger dauert. Deshalb gebe ich Ihnen den Tipp, wenn
zu versuchen, mit einem K.O.-Sieg so etwa ab Runde 8, vielleicht auch eher Runde 10, dann bekommen Sie 12 Euro für einen Knockout von Vitali Klitschko. Und in der letzten Runde, das hat es ja auch schon gegeben bei den Klitschkos, da bekommen Sie dann immerhin 21 Euro zurück für einen Euro. Also das ist schon recht gutes Geld, das Sie da gewinnen können. Der Kampf Vitali Klitschko gegen Thomas Adamek. Für mich gibt es da nur einen Sieger und der heißt Vitali Klitschko. Und es kommt eigentlich nur darauf an, wann wird er gewinnen. Gewinnt er nach Punkten? Gewinnt er in welcher Runde nach K.O.? Das wird sich am Samstag zeigen. Für mich der klare Favorit. Das war's für heute. Morgen geht es dann hier wieder mit Christian Sprenger weiter und mit ganz viel Fußball. Der Rausblick auf die Fußball-Bundesliga auf den nächsten Spieltag. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen einen schönen Tag und sage Tschüss. Bis bald.